Gleiche Charakter wieder. Und, ich dachte kurz, die sind wirklich auf dieser Stage, aber die haben einfach nur eine geile Battlefield-Variante genommen. Stage von Kasia ist das. Menacing aus. Das ist eigentlich so ein geschlossener Raum, wo du dann die Wände kaputt machen kannst und dann bist du erst in den Außenbereich. Das sieht aus, als würde dann gleich ein Pillarman awake. Ja. Dann wird so ein Boss-Battle wirklich. Es geht auf jeden Fall schon mal gut los. Ich finde eigentlich Snake ist so ein Zoner, aber Sketty geht halt voll rein mit dem Char. Ja. Das ist schon cool. Was ich auch öfters gesehen habe, ist das Safari, das Schiff. Okay. Controls irgendwie nicht richtig eingestellt oder irgendwas. Boah. Okay. Der Mond sieht so schön aus. Der ganze Hintergrund da. Ja. Das sieht auch, ich weiß nicht, auch beobachtet habe, was Safari macht, ist, dass sie das Schild benutzt, um offensiv Snake zu engagen. Ja, das macht schon Sinn. Das Schild ist ja auch so ein Reflektor. Mhm. Deswegen, wenn Snake ist halt gern da mit den Granaten. Oft ist es so, Snake hat die Granate in der Hand, man trifft ihn und die Granate trifft beide. Man tradet, was man eigentlich nicht so will. Da schützt sie sich eben und Snake wird dann mitgetroffen. Also das ist schon eine gute Sache gegen Snake, dieses Schild. Das finde ich immer sehr, sehr cool zu sehen, wie die dann so diese kleinen, ja, so ihre Taktik anpassen gegen die verschiedenen Charaktere. Ja. So, jetzt läuft hoffentlich alles. Heute alle richtig eingestellt. Ich habe eben, sah es am Anfang direkt relativ gut aus für Sketty und Cobra. Die auf jeden Fall immer, also Safari geht hier immer vor und Onishin ist hinten. Ne? Auf jeden Fall offenbar jetzt so der Gameplan. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Strategie. Ja. Habt ihr auch schon gesehen, also Cobra und Sketty haben schon so ein bisschen die Samus gefokust. So gehen beide eigentlich die ganze Zeit auf die Samus drauf, weil sie wissen, der Pit ist eigentlich nicht so gefährlich wie die Samus. War das gerade C4 oder eine Granate? Ich glaube, es war eine Granate. Follow-ups von Pit sind doch richtig wunderschön. Ja, der hat ein gutes Combo-Game. Ja. Und diese Nair ist auch sehr gut für Doubles, weil sie eben so lange aktiv ist, hat man so viel Zeit zu reagieren als Teammate drauf. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Das ist sehr ausgeglichen. Oh, und dem Bein aus, dem Lag ausgewichen und dann noch gepuncht. Und in Kill. Oh, Double Kill. Sehr schön. Sehr gut gemacht. Haben sie hier kurz dieses 2 gegen 1 und man sieht, dass sie es direkt ausgenutzt haben. Direkt so eine kleine Kombo gemacht haben. Wow. Also das ist schon wirklich, da merkt man, dass sie halt oft schon zusammen Doubles gespielt haben. Diese Doublespielerin. Back into the game. Ich hab hier. Es war aber auch nur eine Frage der Zeit. Oh, und nochmal der Uptilt. Ein Snake ist halt Gegner ist auf Killprozent. Ich drück halt mal ein bisschen Uptilt und irgendwann trifft er. Back in the leg. Der Uptilt, der wird hier wirklich gut gespammt. Boah. Parry into Screw Attack. Das war auch sehr cool ausgefallen. Ja. Was war das denn für eine Attacke? Yoshi gerade in Sheet reingesprungen, dann kam auf den Chartshot. Liebt diese Momente in Doubles, wo man gar nicht weiß, was gerade passiert. Oh, und? Das war der Samus Uptilt, gekillt. Damit sind Onishin und Safari im Stocklead. Oh, wow. Sehr schön hier gekommen und mit dem Ei. Den Edgeguard vielleicht. Okay. Oh! Und sehr schön. Wow. Oh, wow. Jetzt fliegen hier die Stocks. Und das Pride Egg auf dem. Stimmt, ich hab's noch nie gesehen, dass da dieser Regenbogen kommt bei die ganze Zeit. Nice Edge Game, aber natürlich gegen Kit ist es sau schwer. Oh, hier der. Oh! Shield Break! Shield Break? Und? Oh, kein Der Punish ist. Diese Down Air, die macht halt irgendwie so 30%, wenn sie connected, aber. Safari ist da rausgefallen. Wir sehen wieder
Onishin noch auf zwei Stocks. Er ist immer der, der am längsten überlegt, weil eben Safari immer nach vorne geht und er so von ein bisschen hinten angreift. Wow. Und das war richtig Mörser gut. Den Mörser geblockt mit dem Schirm. Ja, richtig den Upsmash. Hammer. Oh! Schießt einfach mal rein. Trifft Teammate, aber auch Gegner. Aber ja, die anderen sind halt schon auf den Fehlprozenten. Da kann man auch mal aus dem Trade. Deswegen. Im Trade gehen. Also die möchten ja auch gerade traden. Ja. So, Onishin jetzt hier auch der Kill, sehr schön, der Ledge Trap. Sauber. Oh, der Pfeil kommt einfach in diesen Charge Shot. Also. Ja, das ist jetzt. Das ist gelaufen. Es sei denn, Cobra kommt. Oh, er kommt zurück, aber. Wow. Clean. Sehr cleanes Game One. Ist halt immer so das Ding bei Doubles, wenn du Ledge Trap wirst, wenn der eine dich nicht trifft, hat der andere nochmal eine Chance, basically nochmal zu Ledge Trappen. Und wenn die das Momentum jetzt beibehalten, dann sieht es auf jeden Fall gut dann aus. Dann sieht es gut aus, aber jetzt drei Matches müssen sie noch gewinnen. Genau. Ich weiß gar nicht, ob Grand Final macht man oft Best of 5. Weiß gar nicht, ob es auf Best of 3 bleibt, weil Singles eigentlich schon anfangen sollte. Also 5 Matches. Ja, es gibt auch manchmal so Best of 5, Game 10, Grand Finals mit Reset. Sowas ist dann schon immer, kann gerne mal eine Stunde dauern. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass wir ein bisschen wegen Singles im Zeitdruck sind, deswegen Best of 3 weitermachen. Ja. Aber ja, also so wie es aussieht, kann es hier echt gut sein, dass es zum Reset kommt. Wir gehen jetzt hier auf Town, City. Wieder eine große Stage. Das Besondere an der ist, dass die Blast Zones, wo man stirbt, an der Seite extrem nah dran sind. Ah. Aber ja, es ist auch, ich finde auch für Samus und für Dark Pit, das Spiel selbst ein bisschen Dark Pit, sind das gute Stages. Ach, das ist die ganze Zeit gar nicht Pit, das ist Dark Pit. Das ist Dark Pit. Ich wusste nicht mal, dass das zwei verschiedene Charaktere sind. An sich sind die fast genau gleich. Also der Fall ist ein bisschen anders, der von Dark Pit ist stärker, dafür kann man nicht so sehr angeln. Die ist halt wie von Dark Pit geht zur Seite und die von Pit nach oben. Also der Fall ist eigentlich der einzige wirklich nennenswerte Unterschied. Das wird jetzt auf jeden Fall spannend, ob Sketty und Cobra eine Antwort haben. Gute Combo von Yoshi. Man sieht ja immer, Yoshi hat diese Multi-Hits und die sind eben double so gut, weil der Gegner reacten kann, darauf einfacher kommen kann. Oh. Aber der erste Stock von Onishin mit der Back Air. Ich glaube, vorne war ein bisschen so das Problem, dass Cobra und Sketty konsistent viel früher gekillt haben. Das ist jetzt nicht mehr so. Ja, aber Snake hat gerade zwei Stocks. Mit dem Uptill wahrscheinlich beide. Nee, ich glaube, das. Also der einen von denen, das andere war irgendwas Explosives. Ich habe nicht gesehen, ob das C4 oder Granate war. Ja, wenn es killt, dann wahrscheinlich C4. Oh, und trifft hier den Fair Spike. Wow! Also Sketty komplett on fire. Der hat auf gar keinen Bock auf den Reset. Und ja, jetzt beide hier Last Stock gegen 3 Stocks Sketty und 2 Stocks Cobra. Also dieser Momentum Shift ist halt auch. Ja, manchmal geht's gar nicht so krass um Adaption, manchmal ist einfach nur, man braucht ein bisschen Momentum und dann funktioniert's auch. Also sehr, sehr sauberes Game von Sketty. Ja, sehr dominant. Oh, Kombo hier auch noch den Charge-Shot von Onishin. Aua. Das ist eben bei Doubles immer das Problem mit Projektieren. Wenn es klappt, cool. Wenn man seinen eigenen Mate trifft, wird drauf noch gekombot. Aki killt hier immer noch nicht. Oh. Aber ja, die holen auf jeden Fall die Stocks wieder gut zurück. Sind jetzt beide schon auf Kill-Prozenten. Come on, Anime-Moment. Anime-Moment. Aber eigentlich muss der für Game 3 erst sein. Und hier der Sheetbreak. Mit dem Raketenwerfer. Auch wenn dieser Yoshi erstmal schon getroffen hätte, das wäre lustig gewesen. Wow. Sehr, sehr, sehr dominant. Also sie sind halt wirklich, haben früh die Stocks geholt, sind dann mit dem Lead einfach weggelaufen. Target eliminated. So, und so schnell kann es halt gehen. Vor dem Game dachten wir, okay, Onishin, Safari sind komplett on fire, holen sich jetzt das Reset. Ja. Wow. Emotional Journey, Emotional Rollercoaster. Ja, auf jeden Fall. Auch so ein schnelles Game.
Jetzt bin ich gespannt. Ich gönne denen den Reset auf jeden Fall. Reset ist immer Hype. Aber ich gönne halt auch Sketty und Cobra den Safe. Win. Weil die haben, das war schon ziemlich brutal gerade. Ja. Ja. Ich bin echt gespannt. Glaubst du, wir sehen wieder die gleichen Charaktere? Ja, auf jeden Fall. Gibt es da eigentlich eine Regel gegen, dass man zwischendurch nur so und so oft wechseln darf? Nee, man darf immer wechseln. Immer der Gewinner muss zuerst ansagen, wenn er wechselt. Okay. Damit der Verlierer dann den Counterpick hat. Aber also, ich glaube, die sind alle so kontinuierlich auf ihren Charakter. Haben ja auch beide schon gesehen, dass das funktioniert, wenn sie gut spielen, beide Teams. Yoshi mit dem Tail hat. Oh! Aber durch den Charge Shot interrupted. Also den Charge Shot hat Onishin auf jeden Fall drauf. Ja. Ja, ist auch die Sache, die man halt eben braucht, wenn man Samus spielt. Das ist das wichtigste Tool. Das, was Samus zu so einem guten Charakter macht. Wenn ich auf jeden Fall wieder auf Smash will, ist eine sehr kleine Stage, wo man sehr früh King kann zur Seite. Das war jetzt der Counterpick von Sketty und Cobra. Ich glaube, die haben die vorhin schon aufgepickt. Scheinen diese Stage zu mögen. Ich meine, die sind ja auch beide, spielen extrem explosiv, gehen rein, deswegen macht es Sinn, dass sie eine kleine Stage mögen. Yo! Kombo. Und sehr schön. Das Follow-up! Ja. Jetzt noch ein Edgeguard für Safari vielleicht. Trifft die Downer, aber connected hier nicht die Combo. Die Abwehr hat auf jeden Fall schon gekillt. Und hier der Kill gegen Yoshi auch. Wow. Das heißt, wir haben hier natürlich Stack Up, hier war wieder kommentierter Curse. Cooper charge einfach eine Smash Attack irgendwo im Licht. Auf jeden Fall, also man sieht wieder, Onishin wieder der Letzte, der auf 3 Stocks ist. Also er ist echt gut da im Überleben. Hier auch mit guten DI noch überlebt. Den Mörserblock. Schön. Wie nennt man das eigentlich? Ist das Down Special von Pit? Ja, das ist der Down Special, der hat auch einen Namen, aber. Holy shit! Irgendwas ganz komisches. Oh, sehr schöne Kombo, das killt auch schon fast. Oh, fast, das war nicht sehr schlau. Ja. Auch immer diese Mine, die dann immer noch mit rauskommt. Oh, ja. War das gerade durch das Projektil? Ja, genau, es war durch das Projektil. Sauberer. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall den Lead für Onishin und Safari. Cobra schon auf seinen letzten Stock, muss jetzt. Aber da der Snake uptilt. Ich weiß nicht, wie oft dieser Snake uptiltet und wie ihm schon gekillt hat. Zu oft auf jeden Fall. Ja, echt so, you're losing, Snake uptilt. Aber das Edge-Game von Snake, da lassen sie sich nicht verarschen. Ja, Snake auch. Sehr common Character in Ultimate. Wir sind jetzt schon irgendwie 4 Jahre im Spiel drin. Das heißt, mittlerweile kennt man so ein bisschen das Matchup. Und? Cobra ist schon raus. Und auch Sketty auf dem letzten Stock. Heißt, es sieht so aus, als ob sie jetzt 2 gegen 1 hier jetzt gut durchziehen können. Das war auch nicht mal close. Oh! Ich glaube, hier hätte er einfach Schadshot drücken können. Hat er was Type-B gemacht? Ob man hier noch ein bisschen spielen will mit seinem Food. Ja. Das ist so ein bisschen traurig, man weiß so, okay, Sketty, das wird nichts, aber er kämpft noch so um sein Leben. Gegen irgend so eine Frau mit einem Mega-Anzug und einem Hühnchen. Ja. Fliegt hier ein bisschen rum, holt jetzt auch den Stock. Noch den Stock? Also es ist, also jetzt ist es eine Sache des Stolzes. Wie viele Stocks kann man noch mitnehmen? Also an sich, Onishin ist auf K-Prozent, ne? Wenn er den irgendwie rauskriegt, aber man sieht ja natürlich, Safari geht jetzt nach vorne. So, dass Sketty gar nicht rankommen kann, die näher. Okay, Reset. Ja. Wow, beeindruckend.
sehr gut. Also kleines, kleines Stage hat gefühlt noch besser funktioniert für Onishin und Safari, obwohl es der Counterpick von Sketty und Cobra war. Ja. Wer jetzt auch das Comeback sehen? Oh, warte mal kurz. Haar richten, wichtig. Ja, das Haar sah es komisch. So, oh. Mit der Beleuchtung sieht das mit dem Bart ausnahmsweise gar nicht mal so scheiße aus. Weil es gerade November und ich habe noch nie so einen Bart gehabt. Der November. Kennst du das? Natürlich. Okay. Natürlich. Natürlich. Der November. Der Non-Nat-November. Nee. Ich weiß schon. Okay. Der November ist das mit dem Bart, der Non-Nat-November. Okay. Ist das, was wir von Zwirklub kennen? Ein Smasher. Zwirklub? Ja, so ein Smasher und Content-Creator. Hat dieses Jahr leider keins gemacht, aber ansonsten immer Ankündigungsvideo mitgemacht, dass er mitmacht beim No-Nut-November und auch immer Updates gegeben. Das war natürlich High-Quality-Content. Ich meine, für einige? Ja. Ist ja. Vielleicht voll inspirierend, also ich meine. Ja. Also. Ja. Ja, mal schauen, also an sich, Cobra hat noch einen Marv, den er ganz gerne spielt in Doubles. Getty hat auch Marv. An sich könnten die Double Marv spielen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so wirklich die Antwort ist. Marv war der Just the Tip. Ne? Der Typ, der mit dem Tip immer so viel Extra Damage macht. Genau, der von Fire Emblem mit dem blauen Haaren. Der eine. Der eine von Fire Emblem. Der eine Anime Swords Fighter Guy. Mit blauen Haaren. Lucina gibt's da noch? Wen gibt's noch mit blauen Haaren? Ike. Ike hat auch blaue Haare. Chrome, glaube ich, auch. Ja, stimmt. Ja. Aber er ist der OG Fire Emblem Character. Der OG. Deswegen keeping it real. Akzeptieren wir ihn. Since 1990 what? Keine Ahnung. Wann gibt's Fire Emblem? Es ist auf jeden Fall auf der Switch irgendwann mal vor einem Jahr das erste Fire Emblem rausgekommen. Das war, glaube ich, auf der NES, also auf jeden Fall in den 90ern. So 2 Stunden gespielt und dann gemerkt, es ist unplayable. Ja. Das ist wirklich, manche Spiele sind einfach nicht gut gealtert. Ich habe hier Awakening gespielt, auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad, den es gibt am Anfang. Und das war ein ziemlicher Stomp, bis halt der Final Boss. Und das musst du wissen, so die Grind Gap zwischen dem letzten Fight davor und dem Final Boss war so. Dann habe ich es nie zu Ende gespielt, weil ich keine Lust hatte, so viel zu grinden. Ja. Ja, auf den höchsten Schwierigkeitsgraden ist teilweise Fire Emblem so schwer. Ich bin ja auch großer Fire Emblem-Fan. Aber das Problem an diesem ersten Spiel war, normalerweise tippst du ja so auf den Gegner, dann siehst du, okay, wie viel Schaden mache ich und das alles. Das gibt's da nicht. Das musst du selbst immer ausrechnen davor. Du musst auch online gucken, wie stark deine Waffen sind, damit du überhaupt weißt, wie viel Schaden du machst. Ja, ja, deswegen, also, oh, kein Spaß gemacht. Es geht auf jeden Fall gut los. Oh, die beiden sind out for blood. Ja. Eine Beleidigung für die, dass die überhaupt ein Set verloren haben. Seed 1. Aber ja, jetzt doch wieder ihm nach diesem eigentlich sehr guten Start für Onishin und Safari. Das Ei hat so eine Launch-Power oder war das ein Egg? War das ein Explosive? Also eigentlich, das, ich hab's nicht gesehen, aber das Egg, das schickt eigentlich nicht so weit, das Kommode eher dann, wenn du es richtig stellst. Oh, der Parry. Oh, in den Punish. Sehr schön. Oh. Das ist halt das Ding. Du parryst, wow, denkst, okay, chillig, ich hab meinen Punish. Hast vergessen, dass da vor 20 Sekunden ein CC hingelegt wurde. Es gibt ja auch noch so Stages, wo der Boden dunkel ist, wo du es dann kaum siehst. Der Flutter von Yoshi. Er ist doch so disrespectful. Oh, mit dem Mörser straight in die Phrase. Mörser, kennt ihn. Und ein sehr schöner Edgeguard hier von Cobra. Wir haben mit Pit und Yoshi hier eben 2 gute Edgeguard-Charakter. Oh, war das ein Spike? Das war ein Spike, das war die Down-Air. Wow, wie... Und Yoshi hatte seinen Double Jump nicht mehr. Yoshi eben eigentlich mit einer richtig guten Recovery mit dem Double Jump, aber wenn der weg ist und wieder die Down Air. Das ist natürlich ein Stock for free, ne? Ja. Was war das denn gerade? I'm a charge of my rocket launcher. House.
so ein bisschen verzweifelt. Absolute patient gewartet und dann direkt präzise und kalt. Das sieht jetzt schon ziemlich gut aus hier von Fari und Onishin, die letzten zwei Game. Was ist los? Was ist los bei Cobra und Sketty. Was ist los bei dem Ball? So, dass Onishin und Safari vielleicht auch einfach besser sind in Doubles zusammen. Dass sie sich ein bisschen eingegroovt haben, ein bisschen wissen, was sie machen müssen und... Grausames Game One. Grausam. Ja. Absolut exekutiert. Ja. Keine Chance gelassen. Auch den einen Stock, den Yoshi verloren hat da, bei dem, als er die Recovery gefailed hat. Als nicht gefailed, also wo er den Double gedownert wurde. Ja. Ja. Gespiked wurde, das war brutal. Ja. Das war traurig anzusehen. Ich finde es witzig, ist, dass irgendwie jetzt das ganze Grand Final, die ersten vier Games, das waren entweder komplett dominant von Onishin und Safari und halt dieses eine Game, wo Sketty und Cobra die komplett zerstört haben. Ja. Ja, ist das jetzt noch der erste oder war das jetzt Reset? Das war Reset, ja. Ja, dachte, ja. Also es ist kein Best of Five, es ist Reset gewesen, weil die kam aus den Losers Finals. Genau, also es steht jetzt 1-0 für Safari-Wisser und Safari-Wisserin und Onishin. Gehen auch direkt schon ins nächste Game rein. Es geht so schnell bei denen. Wir sind 30 Sekunden, ne, im Match drin. Cobra hat seinen Stock verloren. Sketty ist auf Killprozenten. Ich bin so on fire. Die sind auf jeden Fall in allem Anime-Modus. Ja. Ja, stimmt. Das ist wirklich der Anime-Modus. Das spart Animationsframes, weil die sich alle so schnell bewegen, dass wir sie nicht sehen können. Das ist günstiger zu animieren. Genau. Die machen halt einfach weiter. Snake aber auch jetzt hier. Oh! Down air out of shield. Irgendwie Frame 6 out of shield, also extrem schnell out of shield. Und der Hammer in die... Aber killt was nicht. War das gerade? Wurde dafür gekillt. Samus hier gestorben? Samus ist auch noch gestorben, habe ich gar nicht gesehen. Also das Schild von... Schon wieder. Ah, oh, diesmal aber... Das war gerade Commentator's Curse. Ja. Das war richtig gut gecounterplayed, sauber. Eigentlich manchmal, wenn man das Shield getroffen wird, ist man irgendwie plus. Manchmal kann man nichts punishen draus. Das ist ganz komisch. Und jetzt ist es eigentlich schon wieder relativ even, also es geht so schnell. Halt beide Teams pushen ihr Advantage sehr stark. Oh, hier wieder der Kill mit den Charge Shot Setup und mit Grab. War aber auch ein bisschen risky mit der Lick Attack. Ja. Ja, der Grab von Yoshi ist nicht der beste. Ist das der Grab? Ich glaube, das ist der Grab oder war das die. Er hat so einen normalen Grab, wo er liegt und dann hat er noch die Neutral, die wo er auch liegt. Aber die sind auf jeden Fall beide sehr punishable. Liegt! Where one character is leaked! Mal schauen, ob er was aus dem Ei machen kann. Und aus dem Ei Sketty und Honigchen gekillt. Oh! Ich glaube, da hätte er eine Fair machen können aus dem Ei, aber irgendwie hat sich nicht getraut. Vielleicht wusste er auch, dass es nicht mehr true ist und ich sage hier irgendwas, das gar nicht stimmt, aber. Leute, das kann's doch noch nicht sein. Come on! Aber Onishin und Safari, klarer Lead, aber auch High Percentage. Ja. Jetzt. Ein Problem ist, Cobra stirbt immer so früh, weil selbst er ist auf Killprozenten Last Stock und er geht immer nach vorne. Sketty ist immer hinten. Ne? Eigentlich ist das so ein Moment in Doubles, du willst dein Teammate nicht verlieren. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Aber... Oh. Es ist halt ein 1 gegen 1 und es ist Snake. Snake kann so schnell Damage machen. Oh, hier im C4! Oh! Oh mein Gott! Der Roll-Read C4 Upsmash? Oh shit! Krank. Oh shit! Ja, das ist true, wenn man das so trifft. Das ist eine true Combo, aber du musst halt erstmal diesen Roll-Read bekommen und dafür gehen. Aber Sketty ist einer, der geht halt auch für sowas immer.
Boah, ich hatte jetzt echt schon Schiss, dass es jetzt vorbei ist und dass wir kein Final Game jetzt noch bekommen. Ja, nee. Also, richtig gutes Comeback von den beiden. Okay. Boah. Ja. Jetzt aber Stimme schon. Ja. Ey, ich will jetzt hier absolute Eskalation sehen. Ich möchte, dass bei beiden Seiten so die Menacing Kanjis aufsteigen und... Wir sind jetzt wirklich Grand Final Reset Game 3, nachdem auch schon das Grand Final 3 Games war. Also es ist wirklich so knapp, wie es nur sein kann. Es ist ultimativ hypig. Aber es ist ja auch Smash Ultimate. Es ist ja nicht Smash 4 Sub-Ultimate. Es macht mir auch sehr Spaß, übrigens Sofa. Ja. Kommentieren immer so eine geile Aktivität, die man auf dem Turnier hat. Ja, ich finde das total geil. Ich finde, machst mir auch einfach, erzählst du auch immer zwischendurch hier so Sachen, finde ich. So halt auch so viel Insight. Ich lerne die ganze Zeit was dabei. Ich finde das immer ganz, cool. Ganz geil, wenn es so ein Commentary ist, eine Person, die so ein bisschen sich besser auskennt mit dem Spiel, eine Person, die so neu ist und mit so einem anderen Blick daran geht. Das hatten wir schon öfter mal in Nitz und sowas, immer cool. Alright. Boah, ich kann es kaum erwarten. Wir sind ready für Grand Final. Game 6 jetzt insgesamt. Grand Finale. Das Game, das alles entscheiden wird. Wer kriegt die Kirby-Sticker? Die Kirby-Sticker? Kirby-Sticker. Es gibt Preise, Sticker für Doubles. Und ich weiß ganz genau, Safari will diese Kirby-Sticker. Ich habe auch ein paar geile Sticker dabei. Die kann ich auch mal zeigen. Ich kann jetzt posten. Aber sind da Kirby-Sticker dabei? Nee, aber die sind geil. Also. Dann ist jetzt mein Spaß. Ja, die sind auch geil. Magst du Tiere? Magst du Vögel sehr gerne? Ja. Ja, das zeige ich dir mal. Cool. Das klang irgendwie voll so. Ich zeig dir gleich mal echt Nasen. Nee, aber ich hab ein paar echt nice Dinger dabei. Okay, cool. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder auf dieser Battlefield Kasia Stage. Scheint der Counterpick zu sein von Honigfin und Safari Wisserin. Action Back Combat! Und hier. Cobra hat hier den Edge Guard. Oh! Unishin hat sie mit der Shard Shot gerettet. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht war, aber wenn, dann war das wirklich insane. Oh. Ich fand Cobra immer diese Eye-Attacke, die diese Side-Beam macht von Yoshi. Das funktioniert nie. Oh nein! Was? Ah! Oh. Unishin, pass auf! Alledem noch. Ist noch nichts passiert. Oh, oh. Da war das C4. Oh. Und direkt zwei Stocks weg. Ich muss sagen, auf der Stage sieht man es sehr gut. Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt muss nicht mehr blinken. Okay, never mind. Ja. Hier den Fair von Yoshi, aber Hit hat so einen Charakter, der fast immer zurückkommen kann. Oh. Kann so ein bisschen müssen jetzt ein Play machen, weil wenn man den Lead hat, dann ist das ganz gut, dass man ohne Schien einen hat, der hinten bleibt, der so ein bisschen zoned. Aber ja, sie müssen jetzt halt ein Play machen, ne? Vor allem müssen sie mal die Stocks endlich mal abcashen hier. Das ist. Okay, so will es einer, aber. Ey. Ja. Das Ding ist, Pit nicht mit der besten Killpower. Samus dafür schon, also. Ja. High percentage singles in your area. Come and cash them in. Hier mein Grab. Aber ja, irgendwie. Entweder die Kombos sitzen komplett bei denen oder es funktioniert überhaupt nicht. Habe ich das Gefühl. Das ist gerade Yoshi einfach unter den Charge-Shot durch. Und da echt. Sketty ist immer noch drin, immer noch at 3 Stocks. Und mittlerweile ist Safari nur noch auf einen runter. Ja. Also Sketty Potenzial hier MVP zu werden. Spielt wirklich so gut, aber der Charge, aber bei 190 halt auch erst. Ja. Aber sauber aus der Luft. Aber direkt wieder drin. Ja. Da läuft einfach diese normale Smash Ultimate Musik. Ja. Hier. Oh! Hätte vielleicht einen Abwehr rauskriegen können. Cobra hat kurz temporär die Seiten gewechselt. Ja, Cobra könnte jetzt geletzt werden, aber oh, sehr schönes Reversal. Geht raus für den Edge Guard. Ach, der wieder dieses Ei. Wird wieder gepannt. Oh! Oh! Oh!
Und das ist natürlich so eine Sache mit dieser Abwehr Auto Shield. Oh, und jetzt Safari ist raus. Andere Team noch auf 3 Stocks. Der Traum! War die Anime-Power dann doch nicht genug? Oh, nee, warte, jetzt kommt der Anime-Moment. Komm, cue the music. Cue the music. Ja. Da, Sketty wollte schon beenden mit dieser Fair, die hatte gespiked. I still believe. Ja, und jetzt bist du halt Samus gegen 2, die dich lapspippen. Und das halt für potenziell 3 Stocks. Ja, und das halt auch gegen Snake. Ja, und da war's. Ehrlich gesagt, ich glaube, er hatte keine Ledge Grabs mehr. Man kann ja, glaube ich, nur 6-mal die Ledge graben, ohne auf dem Boden zu sein. Aber wohlverdient. Ja. Kann man nicht anders richtig sagen. Richtig gut runtergespielt. Hier einmal. Ja, sauber, echt sauber. Applaus für Cobra, der einfach spontan eingestiegen ist. Jetzt gewonnen hat, zusammen mit Sketty. Er hätte mir heute Morgen noch gesagt, er spielt eigentlich gar nicht heute. Yeah.